Liebe Leute, das ist ja mal ein anderer Beginn meines neuen Videoblogs. Grüße euch und mal herzlich willkommen hier. Und ja, wie ich letztes Mal sagte, es geht wieder um einen Gleitschirm und diesmal um eine andere Marke, so, nicht Ozon. Manche haben schon gelästert, bist Ozon untreu geworden. Nein, aber man soll und kann ja natürlich auch über den Tellerrand schauen und da gibt es einiges Interessantes. Und wie ihr schon gesehen habt, es geht diesmal um die Marke Vieh. Und zwar, das ist die neue Marke von Hannes Papisch. Der wird ja so einigen bekannt sein, und zwar noch als er der Konstrukteur, möchte man sagen, bei der Firma Nova war und auch Mitgründer der Firma Nova war, hat sich ja selbstständig gemacht, eben mit der Marke Vieh, und hat gleich einmal so als erstes einen Gleitschirm präsentiert, der einmal sehr breit diskutiert wird in der Community und in den diversen bekannten Foren. Und zwar, es handelt sich, ich habe das ja eh schon gesehen, um den Vieh Symphonia. Und da stellt sich gleich einmal die Frage, nennt sich die Symphonia oder der Symphonia? Tja, das ist die Frage. Na gut, Scherz beiseite. Ich fand den Schirm sehr, sehr interessant und da möchte ich mich auch beim Hannes einmal sehr groß einmal bedanken, dass er mir so kurzfristig eine Symphonia, habe ich gesagt, eine Symphonia zukommen lassen. War da eben sehr, sehr neugierig drauf, denn es heißt ja ein Hochleistungs-A-Schirm. Ja, es ist ein A-Schirm. Hochleistung, naja, dem wollen wir mal aus dem Grund gehen. Und zwar in den paar Flügen, die ich machen konnte. Schauen wir mal rein und sehen wir mal, ob es ein Hochleistungs-A-Schirm ist oder nicht. Viel Spaß einmal. Ich hatte die Symphonia in der Größe 24 zur Verfügung. Ihr seht hier ja schön die technischen Daten aufgeführt. Es gibt 5 Größen. Das macht es einmal sehr, sehr interessant, da die Symphonia für jeden gut abgestimmt geflogen werden kann. Mein Abfluggewicht für die Symphonia 24 war 102 Kilogramm, also ein wenig über die Mitte drüber. Eine kleine Randnotiz, so wie es ausschaut, bin ich eine der allerersten Symphonias geflogen, denn es war der private Schirm vom Hannes. Und wieder zurück zu den baulichen Eigenschaften der Symphonia. Hier die Tragegurte und auf den ersten Blick schauen die so gar nicht nach A-Schirm aus, denn die sind ganz schön schmal, eben für einen A-Schirm. Und man sieht sie hier auch schön, es schaut nach einem Dreiliner aus. Und das stimmt auch fast, denn im oberen Bereich teilt sich die C-Leinengruppe noch einmal in eine vierte Ebene auf. Und noch was zum Leinenlayout der Symphonia. Da wurde eingespart, was nur irgendwie zum Einsparen geht. Wie zum Beispiel nur 2 Stammleinen pro Leinenebene und Seite. Na, schaut doch ganz schön gut aus, wie da die Symphonia im Wind steht. 50 Zellen und ein äußerst aufwendiger Innenaufbau machen sich da bemerkbar. Und dank gewichtsoptimierten Baus der Kappe mit 32 Gramm Tuch fällt auch das Packvolumen sehr günstig aus. Die Startvorbereitungen mit der Symphonia gehen, wenn gewünscht, sehr flott von der Hand. Dies, wie ja hier schon erwähnt, wegen der sehr geringen Leinenanzahl. Okay, so flott wahrscheinlich dann wohl doch auch nicht. So, jetzt aber kommt der Moment, auf den sicher die meisten hier mal gewartet haben, denn wie macht sich so die Symphonia in ihrem Element? Also die Starteigenschaften sind schon mal top und sehr einfach. Also das ging einmal flott. Man wird ja da fast richtig lauffaul. Die Symphonia hebt
unheimlich schnell ab und flugs ist man schon ordentlich in der Luft oben. Wow, und schön ums Eck geht die Symphonia ebenfalls. Also einen anderen Schirmen nach, die man da sieht, dort muss es raufgehen. Also schnell mal dorthin. Ja, schnell geht auch. Trimmgeschwindigkeit für einen A-Schirm ist ganz schön gut. Auf zur roten Wand, denn dort gibt es oft eine wirklich gute Thermik. Schauen wir mal, was da geht. Es zirkt, würde jetzt ein netter Fliegerkollege aus der Steiermark sagen. Ja, es zirkt so richtig. Toll. Und das Vario jubelt oder spielt eine Sinfonie? Ja. Ja, gut ist darauf gegangen. Steigwerte bis über 4 Meter pro Sekunde und das sogar nur recht entspannt. Und das mit einem angenehmen Bremsleinendruck. Der ist gar nicht so hoch, also recht angenehm, würde ich sagen. Ui, da war ich ein bisschen übermütig und bin schon mal ordentlich unter der Kante. Naja, nicht schlecht, weil da kann ich einmal schauen, ob ich mich da rausgraben kann mit der Symphonia. Also jetzt wird spannend, jetzt bin ich schon mal ordentlich unter der Kante und Hilfe, wo ist Aufwind? Ein bisschen was zum Steuerweg der Symphonia. Na klar, der ist zwar klassentypisch für den A-Schirm recht lang, aber man kann da schon entwarnen, die ersten Zentimeter, da reagiert der Schirm schon drauf und so lässt er sich durchaus für den A-Schirm recht dynamisch fliegen. Vor allem, wenn man auch aktiv die Gewichtsverlagerung verwendet, denn die Symphonia ist um die Rollachse sehr reaktiv. Also das gute Handling der Symphonia hat mich da gerettet. Ein sehr enger und schwierig zu kurbelnder Bart, aber es hat geklappt. Nochmals wow, also die Symphonia ist in zerrissener, enger Thermik, also wirklich aus zu Hause. Das Handling passt da perfekt dazu. Also auch wenn es einmal ein bisschen schwächer ist, mit Gewichtsverlagerung, da reagiert die Symphonia auch recht gut drauf. Toll! So, ein bisschen im Beschleuniger hineingetreten. Ja, das geht ja auch. Also hänge ich da wirklich um deinen A-Gleitschirm? Denn klassenuntypisch bricht da die Gleitleistung bis Halbgas gar nicht einmal so stark ein. Also stabil in Turbulenzen, sehr gutes Handling in enger Thermik, flott, ein flotter Schirm. Naja, da sind Gene eines Streckenflugschirms drin. Also, unterm Strich einmal gesagt,
Also das, was der Hannes da abgeliefert hat, ist schon einmal sehr, sehr überzeugend. Vor allem, wenn man immer im Hinterkopf behält, das ist ein A-Schirm. Das, was mir an der Symphonia am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist die Dynamik, die man erfliegen kann, wenn man will, mit dem Schirm, und diese Agilität. Die Agilität vor allem um die Rollachse, die ist für den A-Schirm schon bemerkenswert. Auch das Landeverhalten der Symphonia ist eine Freude, denn diese lässt sich ausflären, eigentlich schon fast wie ein High-End-B-Schirm. Naja, recht ungewöhnlich für einen A-Schirm, würde ich einmal sagen. Nun das Resümee zur V-Symphonia. Ja, wie man schwerlich hier im Video übersehen konnte, hat mir der Schirm große Freude bereitet und in vielen Dingen hat er auch meine Erwartungen zum Teil auch ganz schön übertroffen. Ja, Erwartungen zuerst einmal deshalb, weil ich Hannes als sehr guten und innovativen Konstrukteur schätze. Und ja, und da war ich immer mal ziemlich sicher, dass er da das auch abliefert, was er verspricht. Und persönlich meine ich, das hat er auch vollumfänglich getan. Und da die Symphonia ja als High-End-A-Gleitschirm angegeben ist, stellt sich natürlich auch dann gleich einmal die Frage, für wen ist denn der Schirm geeignet? Zuallererst meint man ja, dass ein A-Schirm für die Ausbildung und eigentlich ja auch einmal am Übungsang gehört, für die ersten Hupfer. Naja, und dann als zweites natürlich für die ersten Höhenflüge, vielleicht bis zum Schluss der Pilotenausbildung. Ja, und mit Erhalt der Pilotenberechtigung, da spreche ich dann mal aus eigener Erfahrung, schielen die allermeisten Piloten gleich nach einem B-Schirm. Denn so mancher Pilot meint, das B steht für besser. Auch möglicherweise steht auch eine ökologische Denkweise dahinter, denn man meint, mit einem B-Schirm habe ich viel länger Spaß, ich brauche später erst umsteigen und mit einem B-Schirm erwerbe ich viel schneller fliegerische Skills. Gerade in der B-Klasse ist das Spektrum der Pilotenskills, also sprich der Anforderungen an die Piloten, sehr, sehr breit. Da kann es eben einmal vorkommen, dass man für sich das falsche Modell erwischt und dann möglicherweise die Freude am Fliegen verliert, weil einem der Schirm überfordert. Und genau da will das Konzept und die Idee, was hinter der Symphonia steht, punkten. Denn warum soll ein A-Schirm nicht auch dynamisch sein, Flugleistung haben, Spaß bereiten und vielleicht sogar auch zum Streckenflug taugen? So könnte die Symphonia vielleicht gerade die Piloten ansprechen, die relativ kurz nach Scheinerhalt, also sprich nach Abschluss der Pilotenausbildung, von Anfang an mehr haben wollen, aber dennoch die passive Sicherheit der A-Klasse suchen. Die Symphonia kann es aber dank wirklich sehr guter Flugleistungen, Thermikeigenschaften, Wendigkeit und viel mehr locker mit der Mit-B-Klasse aufnehmen. Und was das Handling im Gesamten angeht, möglicherweise sogar mit so manchen High-B-Schirm. So kann die Symphonia vielleicht sogar einen jungen, jetzt nicht auf das Alter bezogen, jungen Piloten, der erst relativ am Anfang seiner Pilotenkarriere steht, oder einen Piloten, der eben nicht so oft zum Fliegen kommt, viel Freude bereiten, und das über eine lange, lange Zeit, ohne dass ihm der Schirm langweilig wird. Die Symphonia lässt sich auch ausgezeichnet als Walk-and-Fly-Schirm verwenden. Dafür spricht auf alle Fälle mal der Leichtbau. Der 24er, den ich da hatte, hat nur knapp 4,5 Kilogramm und das daraus resultierende geringe Backvolumen. Das unproblematische, einfache Startverhalten, die für den A-Schirm eine doch recht hohe Trimgeschwindigkeit und effektiven Beschleuniger sprechen auch dafür, dass man die Symphonia auch als Walk-and-Fly-Schirm gut verwenden kann.
noch ein paar Worte zu ein paar Punkten, die in den diversen einschlägigen Foren recht heiß diskutiert werden. Da geht es meist zuallererst um den doch relativ, ich sag mal relativ hohen Einstandspreis, der für die Symphonia aufgerufen wird. Und ich denke, da liegt genau der Denkfehler. Denn warum muss ein A-Schirm gleichgesetzt werden mit billig und einfach? Man darf nicht vergessen, dass die Symphonia sehr, sehr aufwendig gebaut ist. Allein die 50 Zellen, der aufwendige Innenaufbau des Schirmes. Also da lässt sich der Schirm konstruktiv rein mit einem High-B-Schirm leicht vergleichen. Und da werden sehr, sehr ähnliche Preise aufgerufen. Und besonders, wenn es sich um eine Leichtversion eines High-End-B-Schirms handelt. Der Aufwand, um mehr Leistung zu generieren, steigt eben nicht linear an, würde eher sagen locker im Quadrat. Was auch sehr lange diskutiert wurde, ist das Styling des Schirms. Naja, ich kann nur eins sagen, über Geschmack lässt sich wohl nicht streiten. Ich finde das Streifenmuster, manche sagen halt, ja, das ist das bestfliegende Baustellenband, was es gibt. Naja, ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, es schaut halt ein bisschen retro aus und retro ist doch manchmal auch modern, oder? Und zum Schluss, in eigener Sache, hätte ich vielleicht noch einen kleinen Tipp, einen kleinen Wunsch für die nächste Generation der Symphonia oder nächste Serie. Vielleicht sollte man die Bremsgriffe, respektive Bremsschlaufen, etwas größer machen, denn zurzeit kann ich mir vorstellen, bei der jetzigen Serie mit dicken Winterhandschuhen im kommenden Winter könnten diese Schlaufen ein bisschen eng werden. Abschließend zur Eingangsfrage, ist die Symphonia ein High-End-A-Gleitschirm, kann man nur Folgendes sagen. Was den technologischen Aufbau und Aufwand angeht, der hier getrieben wurde, ein eindeutiges Ja. Was die Flugeigenschaften und möglichen Flugleistungen betrifft, kann ich auch nur sagen, ein eindeutiges Ja. Und bezüglich der Pilotenanforderungen der Symphonia, da sage ich ein Jein. Die hohe Agilität der Symphonia, vor allem um die Rollachse und die mögliche erfliegbare Dynamik des Schirms, betrifft das Ja im Jein. Die wiederum sehr hohe passive Sicherheit, eben A-Klassentypisch, entspricht den Nein im Jein. Ich kann nur jedem Piloten empfehlen, der Aussage von Hannes nachzukommen, fliegt doch den Schirm einmal selber und bildet euch ein eigenes Urteil über die Symphonia. Ich denke, da wird so mancher wirklich überrascht sein. In diesem Sinne, viel Spaß mit einem A-Gleitschirm, denn das geht meiner persönlichen Meinung nach durchaus. So, das war's mit dem Videoblog. Naja, eben eine spannende Sache, würde ich einmal sagen. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ist der Sache auf den Grund gegangen, was denn eigentlich so die Symphonia so drauf hat. Und ich würde mal sagen, das ist ja schon einiges und legt die Latte in der A-Klasse ja sehr hoch, würde ich mal sagen. Und da bin ich auch schon mal gespannt, was dann in der High-B-Klasse da so rauskommt, ob da dann nicht sogar in der High-N-C-Klasse wildert. Ja, spannend, spannend, was da noch kommt. Nun gut, wie gesagt, ich hoffe, der Blog hat euch gefallen und hat euch Spaß gemacht. Mir hat das Fliegen mit der Symphonia mächtig Spaß gemacht. Und ja, wie immer, kann ich nur sagen, Video-Blogger-mäßig, würde mich freuen, wenn ihr ein Herzl in Vimeo oder einen Daumen hoch in YouTube da lassen würdet oder vielleicht sogar ein paar nette Zeilen schreiben würdet. Würde mich sehr, sehr freuen. Wie ich schon sagte, das spornt ja an. Und
hier schon in einem Forum einer geschrieben hat, ja, der Manfred wird zum Austrian Dust, der ihr wisst schon, auf wen ich anspiele, auf dem Basil. Ja, schauen wir mal. Staubig möchte ich es aber nicht. Nun gut, hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Videoblog gehabt. Und bleibt nur eins, bis zum nächsten Mal und tschüss, bis dann.